Ja, manchmal kommt irgendwas anders. Das ist das Schöne bei diesen Spaziergängen, sowohl im Hambacher Wald als auch hier. Wir planen immer ein bisschen was, aber es wird immer anders. Ich habe schon gesagt, auch jeder, der meint, was sagen zu müssen oder zu wollen, kann das auch machen. Und gerade eben kam ich hier vorbei mit dem Oliver vorne weg. Wir haben uns kurz unterhalten und dann haben wir diese nette Dame getroffen. Oliver, kennen Sie? Und dann hat sie dem Oliver was gesagt. Und das habe ich gehört und habe gedacht, hier bleiben wir stehen. Und ich frage dann mal, ob sie vielleicht das Mikrofon nimmt. Sie ist 91, das kann man ja auch ruhig sagen, das ist nicht unverschämt. So, und jetzt gebe ich ihr mal das Mikrofon. Und ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Ihnen gehört auch dieser Hof hier, ne, vor dem wir stehen. Kommen Sie mal ruhig zu mir. Und ich gebe Ihnen das jetzt mal und Sie müssen das nah an den Mund halten, so wie ich das mache. Und dann sagen Sie mal, was Ihnen gerade so einfällt zu diesem Hof, zu diesem Dorf, wie Sie das alles finden, was hier passieren soll. Sehr leid, dass wir jetzt hier weg müssen. Die schönen Dörfer, wo es immer so gemütlich war und so besinnlich war. Wenn man abends auf die Straße geht, da war der draußen. Ja, was gibt es Neues? Was weißt du? Was weiß ich? Und so wieder. Und so mache ich das heute noch. Da fahre ich mal dahin und mal dahin. Ne? Da freuen die Frauen sich immer, wenn ich komme. Was gibt es Neues? Wer ist gestorben? Wer ist krank? Und so. Ja. Aha. Ich brauche das eben. Ich kann nicht den ganzen Tag drinnen sitzen. Eben da ist der Husten mal bis hinten gehen. Mit den Schlucken. Ja. Ich hoffe, dass ihr was macht. Dankeschön, dass ihr so geeinigt habt und das für uns getan habt. Ja, super. Und da sind wir dann wieder, ne, weg von der ganz großen Politik, bei den Menschen. Und es geht verdammt nochmal um Menschen. Und vielleicht schaffen wir es alle zusammen, dass Sie das noch erleben, dass es eben hier doch stehen bleibt, dass Sie nicht hier weg müssen. Genau. Und ja, wir sind viele Menschen, die Sie unterstützen. Und wir haben gerade das Gefühl, wir können das schaffen. Und ja, nicht nur, aber auch für so Menschen wie Sie, für Ihre Kinder, für Ihre Enkelkinder und alle, die danach kommen. Das hier ist so schön und es muss erhalten werden. Danke, dass Sie das auch so schön gesagt haben. Super. Und wenn Ihnen noch was einfällt, Sie können auch noch mal. Ich weiß nicht, wie oft Sie in Ihrem Leben schon in seinem Mikrofon gesprochen haben, wahrscheinlich nicht so oft. Ja, aber ich sag mich immer, wir hätten mit der Ehe was machen müssen. Die meisten sind ja schon weg. Wenn ich jetzt nach Geierberg fahre, ne? Der ist weg, gut, wie einsam schon. So, singst du mal da rein, dann denk ich mal da rein, ne? Und nachher sind wir nur noch mit Paar. Viele sagen schon, ja, möchtest du denn der Letzte sein? Das möchte ich auch nicht. Nein, es werden neue kommen. Okay, ja, es kommen neue vielleicht. Genau, aber super. Ne? Also das ist jetzt, wie gesagt, war nicht einstudiert, war super toll, dass Sie auch so mutig sind, vor so vielen Menschen zu sprechen. Und das macht Sie genau. Wir kämpfen alle weiter. Die ist schon, wie alt ist die jetzt? Oliver hat mir gerade erzählt, mehrere Operationen. Die ist echt fit. Die ist mit 91 Fahrrad wie die 20. Wenn wir mit 91 noch so müssen wir jetzt schon machen.